Das Gasthaus Jakob in Dannenroth soll ein Klimazentrum werden. Momentan gibt es dafür den Arbeitstitel Gästinnenhaus. Und was das genau bedeutet, darüber spricht jetzt Benedetta von Kollenberg. Ja, guten Tag. Also ich wohne hier in ganz nah, in Luftlinie 2 Kilometer von diesem interessanten, wunderbaren Ort. Und wollte früher, bin erst hierher gezogen, in diesen Wald spazieren gehen und plötzlich sind diese Zerstörungen passiert. Und deswegen habe ich als Naturfreundin und als Tierfreundin und als Artenschützerin mir gedacht, das glaube ich nicht. Und dann bin ich hierher gekommen und es blieb mir nichts anderes übrig, als teilzunehmen. Ich bin ja eine Großmutter. Und das bedeutet, ich bin eine andere Generation wie die Menschen, die hier diesen Camp aufgebaut haben, die sich hier engagieren, sich im Winter in die Bäume setzen. Und ich habe festgestellt, dass ganz viele Ü60 Menschen hier mitmachen und die Generationen treffen sich. Und dieses Gästinnenhaus, das ist ja ein ganz interessanter, zentraler, wichtiger Ort geworden, ein Haus mit vielen Scheunen und einem Garten. Es gibt dieses Gästinnenhaus, das ist ein Gasthaus gewesen, das hieß Gasthaus Jakob und gab es seit 1954 als kleines Gasthaus in diesem kleinen Ort Dannenroth. Und plötzlich kommen ganz viele Menschen und alles wird anders. Das Gasthaus wurde geführt von der Familie Süßmann und Lina war die Frau, die hier einfach die zentrale Figur war und die gekocht hat und die Leute aufgenommen hat, aber leider nur bis 2008. Und jetzt ist es ein Haus geworden, wo man sagen kann, das hat eine internationale Begegnungsstätte. Es ist deswegen wichtig zu verstehen, dass natürlich, weil so viele Menschen auch kamen, es kamen Aktivisten, es kamen Besucher, es kamen Gäste und Bürger und auch die anderen. Und die mussten ja manchmal duschen und manchmal telefonieren und manchmal andere Sachen noch machen und ihre Kleider waschen. Und das im Winter. Und es blieb also dem Gästinnenhaus, dem Gasthaus Jakob, nichts anderes übrig, als diese Leute aufzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich die Zielrichtung war. Wie die Ronja schon gesagt hat, das war kein leichter Weg und ist auch kein leichter Weg noch und es ist auch noch nicht zu Ende, weil diese Entwicklung, dass mehrere Wertsysteme aufeinandertreffen, ob das jetzt dieser ländliche Ort ist, also dieses Dorf oder auch woanders, das spielt eigentlich keine Rolle. Es hat halt Dannenroth getroffen. Aber wir haben trotzdem festgestellt, dass viele Leute aus dem Dorf das interessant finden, gut finden und uns unterstützt haben und Essen gebracht haben und alles Mögliche beigetragen haben zur Hilfe, damit das hier funktioniert. Die Idee, dieses Gästinnenhaus weiter fortzuführen, ist natürlich eigentlich, liegt auf der Hand. Und es wurde jetzt, wir haben einen Verein gegründet. Dieser Verein hat das Ziel, dafür zu sorgen, über Spendenkampagnen und Finanzierungskampagnen dieses Haus von der Familie Süßmann zu erwerben. Die Familie Süßmann unterstützt uns in jeder Beziehung, unterstützt diese ganze Kampagne, unterstützt diese Bewegung, unterstützt die Jugendlichen und die anderen Generationen, die hierher kommen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man auch ein bisschen Werbung dafür machen kann und darf, damit die Gelder zusammenkommen, um dieses Haus zu erwerben. Dieses Haus, es wird auch, das ist unsere, nicht nur unsere Hoffnung, sondern eigentlich auch unsere Überzeugung, weil wir merken, wie viel Zuspruch wir bekommen haben. Ich habe zum Beispiel Freunden erzählt, aus Straßburg, aus Hamburg, aus Madrid. Und es sind die Straßburger gekommen, die Hamburger gekommen und die Barcelonesen sind auch hier gewesen. Und die haben sehr viel gemacht. Das war eine Gruppe von aus meiner Sicht jüngeren Leuten, die waren fantastisch. Die haben eine Solaranlage aufgebaut. Also was ich sagen will ist,
Es wird von überall wird hereingetragen, das, was auch die Linda schon gesagt hat und was auch eben schon oft gesagt wurde, wird hereingetragen, diese Klimaschutz, dieses Ziel, das zu verwirklichen, und der Schöpfungsschutz auch, der schon alt ist, das ist nichts Neues. Und deswegen glaube ich fest daran und wir anderen auch, dass das hier wie viel, viel größer ist, wie ein kleines Dorf, und viel, viel größer werden wird, wo dieses Gästinnenhaus zum Beispiel auch eine zentrale Rolle spielen wird. Es gibt hier Internet und es gibt alle möglichen Vernetzungsaktivitäten, haben wir ja schon gehört. Und auf diese Weise können auch von hier ausgehend, ja, die Visionen und das Konzept und die Verhaltensweisen, also die Leute untereinander haben eine ganz, habe ich jetzt festgestellt, als Großmutter, ja, dass das eine ganz andere Achtsamkeit ist, eine vorsichtige und auch manchmal sehr langsame Art, Dinge, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Diese Corona-Situation, diese Pandemie ist auch eine große Chance gewesen und geworden, weil man einfach gezwungen wurde, langsamer vorzugehen. Und in diesem Haus, in diesem wunderschönen ländlichen Gebiet, in diesem Vogelsbergkreis, der etwas ganz Besonderes ist, kann sich das vielleicht auch sehr gut entfalten. Der Wald ist zum Teil zerstört, aber ich sage immer, eine Amputation ist noch kein Tod. Außerdem besteht immer noch die Hoffnung, dass vielleicht die Trasse dann doch wieder zu einer Blühwiese wird. Und dieses Gästinnenhaus, zu dem alle eingeladen werden, die davon hören und die in der Umgebung wohnen, aber auch woanders, nicht nur in Hessen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Das ist hier ein Zentrum geworden und das wird noch viel, viel größer sein. Und man muss dabei bleiben, muss diese Leute unterstützen, die die Konzepte haben, die die Visionen haben und die das einfach weitertragen in die Welt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft, die von hier ausgehen kann. Und es sind sehr, sehr interessante und sehr nicht oberflächliche, gebildete, sag ich jetzt mal so aus meiner alten Werteansicht, Menschen, die sich hier betätigen. Natürlich wird man im Dorf und in den umliegenden Dörfern manchmal als Chaoten beschimpft und so weiter. Das macht überhaupt nichts. Ordnung ist nicht so wichtig. Aber es ist wichtig, dass Ideen und Konzepte weitergetragen werden. Und Visionen sind die Voraussetzung dafür, dass man Dinge verändert. Und ich bitte darum, dass hier ganz viele Menschen hierher kommen und diese Achtsamkeit und diesen Schöpfungsgedanken und diesen Klimaschutzgedanken weiter in die Welt tragen. Danke, Benedetta. Ich danke euch.